Steffen sagte gerade, ich hatte mal so schön aufgeräumt hier. Staub der letzten 40 IKEA-Hacks. ich habe was ganz Spannendes gefunden. Guck mal hier. Banane, Coentro, Zitrone, Apfelsaft, Picanha, Senf, Tomatenmark. Ist auch interessant, was du da gemacht hast. Also viele leckere Sachen drauf. Das wollte ich zur Hochzeit so Leuchtbuchstaben draus machen. Das ist das S. Vielleicht sollten wir jetzt Leuchtbuchstaben draus machen. Oder wir malen es einfach. Nur wohin damit? Weiß nicht, in die Wand. Ins Schlafzimmer. Im Eingang. Oder im Eingangsbereich. So Leuchtbuchstaben. Sieht schon cool aus. Zwei Fliesen breit ist genau 1,80. Das ist genau die Größe des Rollcontainers, den ich online bei eBay Kleinanzeigen gefunden habe. Fände ich ganz gut. Da mache ich mir nur Sorgen, ob er zu breit ist. Andererseits, wir haben halt den ganzen Platz. Also wenn man wirklich hier mit etwas Größerem durch muss, kann man ihn ja drehen. Hat ihn dann halt hier davor stehen. Und hier ist er so breit wie diese zwei Fliesen hier so. Drei von den Schränken und fünf von den Regalen. Und wir können immer nur so Step by Step arbeiten. Das wird ewig dauern. Aber ich glaube, am Ende sieht es gut aus. Wir haben jetzt hinten die feststehenden Rollen. Das macht natürlich keinen Sinn, weil wir es ja dann so hinstellen müssten. Ich glaube, da müssen wir nochmal ran. War schön, schon alles festgezogen, ne? Ja. Hier steht auch extra nochmal drauf, wie man es macht. Ja, es macht mehr Sinn, auf einer Seite die Rollen zu haben, die drehen. So niedrig gewirkt, aber jetzt ist eigentlich perfekt, um dran zu arbeiten. Heute ist übrigens Valentinstag. Andere Frauen freuen sich über Blumen, ich freue mich über eine rollende Werkbank. Weg in den Keller. Das Keller-Makeover hat sich ein bisschen verschoben, könnte man sagen, denn wir haben in der Zwischenzeit das Video zum Kartonpuff gedreht und darum sieht der Keller aus, wie er aussieht. So. Es war jetzt echt schnell und sieht echt gut aus. Irgendwie super frustrierend. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, vor 2 Monaten oder so. Und wir hätten noch 2 Tage investieren müssen, um es richtig schön fertig zu kriegen. Ja, stattdessen haben wir ein neues Projekt gestartet und entsprechend Chaos gemacht. Aber gut, das räume ich jetzt mal so ein bisschen auf. Ich bin gerade schon wieder am Überlegen, ob ich die größeren Kartons aufheben soll. Ich habe nämlich schon Ideen für das nächste Pappmöbelprojekt.
eigener Lack- und Farbenschrank. Jetzt muss man nur gucken, wo gehört dann jetzt zum Beispiel Schleifpapier, gehört da nicht mit rein. Schleifmaschine. Nee? Das Ding? Nee. In den Container? Nee. Das kann jetzt noch was werden mit dem Organisieren hier. Das gehört auf jeden Fall hier mit rein. Das ist nicht für die Schraubenkiste, oder? Das ist bei jedem Aufräumen, auch oben mit dem ganzen Bastelkram. Was macht man mit diesem Zeugs? Mit diesem Zeugs, was keine richtige Kategorie hat? Also ich habe es oben dann tatsächlich doch mit zu den Schrauben jetzt im übertragenen Sinne. Alphabetisch? Oh Gott. Ihr könnt euch ja mal in den Kommentaren sagen, was eure Tipps sind, wie ihr solche Sachen sortiert. Was war das für ein süßer Raumpräsentationslook? Dieses Möbelstück hatten wir damals lackiert, ohne anzuschleifen, mit dem falschen Lack. Wir haben uns jetzt entschieden, wir streichen es einfach ohne Abschleifen an. Das sieht jetzt irgendwie ganz gut aus. Wir haben es gegoogelt, ein paar Leute haben das probiert an anderen Kommoden. Hat funktioniert. Drum probieren wir das jetzt auch. Mit zwei kleinen Kindern und auch einfach, also es war halt wirklich überhaupt nicht gehalten. Auf jeden Fall haben wir es in den Keller gestellt, werden für oben eine andere Lösung finden. Ich überlege aber, ob das in unsere Nische kommt, vors Fenster. Das ist 1,80, ich glaube fast. Oben ist zu schmal für oben. Ich messe es mal oben. Passt tatsächlich perfekt, beziehungsweise es sind 20 cm Luft, aber wir müssen uns eh was überlegen, das so ein bisschen einzukasteln. Und dann hätte man hier so eine schöne kleine Sitzbank mit drei kleinen Fächern. Das wäre doch cool, oder? Hier kommt jetzt übrigens, gerade drum steht das ganze Zeug hier, eine Rausfallschutzfensterscheibe rein. Wir nehmen an, dass sie das Fenster nachträglich eingebaut haben. An dem anderen ist nämlich einer dran und an dem hier nicht. Und dann kann hier auch eine Bank hin. Boah, das ist schon cool. Ich glaube, es wird uns auch eine Menge Arbeit ersparen. Und ich glaube, wir haben auch in letzter Zeit ein paar Sachen doppelt gekauft. Schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Hier, oder? So schön linksbündig. Mhm. Ist das Hammer? Das ist Hammer, oder? Gedacht, dass wir aufräumen und es dann hier sauber bleibt. Ich habe die eigentlich nur gekauft, weil der Holzzuschnitt keinen Zuschnitt mehr macht von Lappen. Aber ich freue mich sehr darüber. Alter Falter, ist das ein Gerät. Warte mal, so. Ja, wie geht's? Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wie sie funktioniert. So, wir machen an dieser Stelle Stopp mit diesem Video. Wenn ihr das Video sehen wollt, abonniert unseren Kanal, da freuen wir uns. Und ja, dann bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.